Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit dem vierten Teil der Guide-Serie zur ewigen Kammer, in dem Fall dem vierten Boss der Kammer des teuflischen Rats im Achtmann-Normalmodus. Ich starte den Encounter gerade hier und was ihr tun müsst, ist, jeder eurer acht Spieler muss quasi ein One-on-One gewinnen. Also hat einen Gegner und den muss er ohne Hilfe der anderen nach Möglichkeit töten. Es gibt ein paar Ausnahmen, dazu komme ich später noch. Wir haben es so gemacht, dass die Heiler sich jeweils Attentäter geschnappt haben und einen Tank haben wir auf den Juggernaut gepackt und die Marodeure sind dann von den DDs übernommen worden, aber je nachdem, was ihr für ein Setup spielt, mögt ihr da mit anderen Varianten besser klarkommen. Auch da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Empfindungen von Spielern bisher im Netz. Es ist so, dass ihr anderen Spielern erstmal nur sehr eingeschränkt helfen könnt, denn wenn ihr das tut, bekommt ihr einen Debuff. Wenn ihr Schaden macht auf deren Mob, bekommt ihr einen Debuff und wenn ihr die Spieler heilt, kriegen sie zum einen sehr wenig Heilung und ihr bekommt einen Heal-Debuff. Was wohl geht, sind Schilde, also die könnt ihr auf einen anderen Spieler verteilen. Wir haben alle möglichen Varianten von Resets und Bugs hier erlebt während unserer Versuche. Es ist im Moment schwer zu sagen, was davon tatsächlich beabsichtigt war und was nicht. Von daher halte ich mich da zurück. Eine Zeit lang habe ich gedacht, wenn ein Spieler stirbt beim Versuch, seinen Gegner zu töten, würde der Encounter resetten. Aber ich habe jetzt auch schon Kill-Videos gesehen, wo Leute das geschafft haben, obwohl einer gestorben ist bei seinem Versuch. Das also alles mit viel Vorsicht zu genießen, was auf jeden Fall geht, wenn ihr euren Boss down habt oder euren Mob down habt, wie ich gerade hier. Ihr könnt den anderen helfen. Und zwar solltet ihr eure Fähigkeit, die den höchsten Schaden auf einen Schlag macht, dann benutzen. Das habe ich hier gerade getan. Also keine Dots oder etwas ähnliches oder so Minischüsschen, sondern irgendwas, was richtig Röms macht. Denn ihr bekommt einen Debuff, dass ihr weniger Schaden macht. Der fängt jetzt langsam an bei mir abzulaufen. Früher war der mal 10 Sekunden. Jetzt ist er, glaube ich, 20 oder 30 oder noch mehr. Aber wie ihr sehen könnt, kommen da alle bei uns ganz gut mit zurecht. Und damit ist der Encounter geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.